Herzlich willkommen zu Folge 46, die Siedler 2 History Edition, römische Kampagne, Mission 5. Ich bin Siedler Simon, es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir beschleunigen direkt wieder. Ja, aktuell gibt es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Weil wir doch ziemlich... Es hängt jetzt eigentlich nur noch davon ab, dass wir uns hier durchgraben. Durch die Steinmassen. Und wir könnten hier mit 10 Leuten angreifen. Wir haben hier noch 5 Leute drin. Also 76 Einheiten haben wir in der Reserve. Das ist einiges. Also hier können wir auf jeden Fall noch einen Bauernhof hinsetzen. Noch mal ganz ehrlich. Wir bringen Zug, wir bringen die Bretter nach da unten. Das hilft nichts, sonst warten wir ewig, bis es immer runter geschöpft wurde komplett. Ich meine, wir können jetzt sogar... hier einen Weg ziehen. Hier haben wir ja schon alles abgebaut. Er kann da auch nochmal transportiert werden zur Not. Obwohl, Stein können wir hier vorne auch drin lassen, tatsächlich. Können wir beide einlagern. Weil das wird man ja eher hier vorne brauchen. Haben wir jetzt ja unser erstes Katapult gebaut. Wir checken mal die Bergwerke, wie es aussieht. Nicht besetzt. Wir haben auf jeden Fall noch in der Reserve. Also wir lagern auf jeden Fall immer mehr Schinken ein. Also ich meine, da können wir einen gewissen Vorrat anlegen. Was ja nice ist. So. Hier geht's vorbei. Oh Mist, jetzt ist alles leer gefischt. Haben wir noch. Hier funktioniert es auch, genauso hier. Jetzt hier noch mal probieren. Da noch ein bisschen was locker machen können. Wir müssen auf jeden Fall uns noch durch den Stein da durchgraben. Und hier an der Seite öffnet sich bald. Ich meine, ich könnte hier nochmal dann machen, das zur Sicherheit. Zweites Katapult hinsetzen.
Wir können hier und hier jeweils noch ein Militärgebäude setzen. Ich habe nur immer irgendwie noch die geringe Hoffnung, aber sie verschwindet immer weiter. Dass hier noch irgendwo eine Möglichkeit bestehen wird, einen Turm zu bauen. Wenn wir nur genügend abbauen, aber es schwindet. Und bevor wir dann keinen Turm hinsetzen können, baue ich dann nochmal zwei Wachstuben, weil dann haben wir immer noch 6 weitere Leute. Wie sieht es hier oben aus? Die funktioniert noch hervorragend. Also hier in dem Bereich können wir auf jeden Fall einen Bauernhof nachher hinsetzen. Ich denke sogar zwei, wenn wir die drei Steinmetz hier abreißen können, da wird da gut Platz frei. Ziehen natürlich hier vorne. Aber ich meine immerhin, wir bräuchten hier in den beiden Bereichen, können wir noch was bauen. Militärgebäude meine ich. Schaffen sie auch keine Kohle mehr einzulagern. Obwohl wir haben 3 aktive, 4 aktive Kohlebergwerke. Also wie davor auch. Wir haben aber auch 2, 3, 4, 5 Gebäude, die Kohle verbrauchen. Von dem her ist es gar nicht mal so überraschend. Gar nicht mal so überraschend ist das Ganze. Wenn es ja mal frecherweise hier einen Bauernhof hinsetzen. Sollte hier auch genügend Platz haben. Und hier wird es langsam spannend. Natürlich auch ein Rennen jetzt. Mit 7 angreifen, mit 8. Um hier noch mehr als 3 Reihen. Wir machen mal trotzdem zur Sicherheit. Geben wir an. Aber ich glaube, es bleibt dabei. Ne, Goldmünzen kommt ja erstmal nicht an. Oder werde ich hingeschickt. Weil wir haben noch welche auf Lager. Auch nicht so viel, wir haben noch einiges an Gold, wir haben auch noch einiges an Eisenerz, aber es wird schon hoffentlich werden.
Ich bin unschlüssig. Mir sind es eigentlich zu wenig Generäle, die ich hier im Stadt habe. Wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wir haben hier Frieden aktuell. Also ich hoffe mal, die werden nicht direkt angreifen. Wenn es hier ein Durchgang besteht. Sondern wir können das ganze Ding hier abbauen. Hier können wir offenbar nicht vorrücken, weil wir haben hier nicht genügend Abstand hin, dann nochmal Militärgebäude irgendwo hinzusetzen. Wir könnten hier nochmal eins hinsetzen. Das würde aber ganz sicherlich dann auch nur eine Einheit werden. Und ich habe Schiss, dass wir hier angreifen und hier unten dann scheitern werden. Versucht es hier nochmal. Jetzt werden nochmal welche losgeschickt. Aber ich will das halt auch nicht voll machen, weil wir dafür dann auch nicht genügend Einheiten haben. Aber lassen wir zumindest noch hier ein und da zwei weitere. Ich habe zwei gesehen, oder? Okay, das können wir auch noch dann leveln lassen, die Einheiten. Haben wir jetzt wieder nur ein ziemlich beschissenes Timing. Ich habe gerade das Gold, das Holz darunter verteilen. Also es hat tatsächlich gebracht, was gebracht hat. Wir tun jetzt auch hier oben schon Holz rum. Also wir nutzen alle Wege, die uns irgendwie funktionieren. Wir könnten, glaube ich, immer noch einiges an Esel gebrauchen, aber ist scheinbar aktuell leider nicht. Da kommen Goldmünzen die ersten an. Ja, und wir haben jetzt hier unten den ersten Durchgang. Also die Barriere, die uns trennt, schwindet. Irgendwas ist schon durchbrochen. Aber wir halten doch erstmal noch eine Weile die Füße still. Und ich denke auch, dass das gar nicht verkehrt ist. Das ist nicht verkehrt. Gut. So viel hat sich jetzt leider erstmal nicht ergeben. Was? Also woran wir tatsächlich, wenn überhaupt, einen Mangel haben, diesmal ist Goldmünzen. Er wird zu wenig Kohlebergwerke haben auf einmal.
Und das Kohlebergwerk direkt auch mal. Wir können es zwar nicht besetzen und das hier ist auch noch nicht besetzt, aber wir nehmen das mal mit. Ich glaube, ich jetzt auch im Auslagern. Was neu gesägt wird, kommt der hier unten rein. Und dann wird jetzt der Stau, der verursachte, wieder ein bisschen abgebaut. Aber im Endeffekt bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes übrig, als hier weiter zuzuschauen, bis das hier vollends weg ist, in der Hoffnung, dass hier noch ein größeres Gebäude, Türme möglich werden. Es geht halt so schnell. Jetzt hier aus, okay, da brauchen wir noch. Unten. Jawohl, sehr schön. Der Bauernhof beginnt der Arbeit. Und sollte auch oben mal ganz gut funktionieren. Das hier kommt ja noch dazu. Was? Der funktioniert nicht mehr. Zu weit weg, okay. Müssen wir tatsächlich aufpassen. Funktionieren die da oben noch alle? Lass mal die mal neu bauen. Und dann können wir hier abreißen, wenn die drei gebaut sind, und den noch abreißen, wenn die beiden fertig sind. Ich möchte doch irgendwie das Maximum rausholen. Wer weiß, was die. Ah, die Katapulte habe ich ja nicht blöd gesetzt. Wobei sie die Brücken eigentlich nicht klein kriegen sollten, so viele Einheiten wieder drin sind. Aber ist natürlich eine Gefahr, dass sie das einnehmen und dann sind die beiden im Eimer. Katapulte. Also ja, wir verstärken auf jeden Fall zumindest minimal unsere Grenzen und warten ab. Aber es ist jetzt hier schon. Jetzt ist der Durchgang ist da. Wir könnten dran gehen. Und es wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, der Angriff. Spätestens wenn alles abgebaut ist und wir noch Minimum zwei Wachstuben dazu gebaut haben und die auf Generallevel gelevelt haben. Spätestens dann wird es ernst. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut genau da rein. Ciao, ciao.